Willkommen zu Paladins auf dem Nightmare-Schwierigkeitsgrad. Ach, da haben wir auch schon unseren Endgegner da unten, der Lex. Ah shit, er ist heute Boah. Extra schwarz. Wenn ich die Map hier so sehe, dann kriege ich ein bisschen Lust auf TF2. Ja. Wenn die Farbgebung jetzt gelb wäre, dann wäre das wirklich wie TF2 hier. Alter, die Häuser, ey. Nice. Das ist eine Mischung aus TF2 und den billigen Attacker und Titan spielen. Ich glaube, Haven ist hier wirklich eine gute Entscheidung. Ich meine, da kommen Kugeln von Victor, da kommen Kugeln von Vivian. Alles High Damage Direct Attack, Alter. Die haben mich denn jetzt noch gekillt? Oh Mann. Oh mein Gott, ey. Es kriegt doch keiner wirklich den Kahn von denen irgendwie weggeschoben oder abgelenkt oder so. Der bleibt einfach saftig stehen. Ich muss zugeben, ich habe jetzt gerade nicht auf den Chat geachtet. Gab's da jetzt Kämpfe? Nee. Imami oder wie das Ding heißt, hat geschrieben, dass ich nichts machen kann. Vivian schon mal weg. Khan steht hinten in der Ecke wieder rum. Jetzt zünd ich mal ein bisschen an. Ich hab Victor gekillt. Ich stehe jetzt mit ihm in der Ecke rum. Boah, 3 Kills, Junge! Was geht denn ab mit dir hier? Das war ein beschissenes Reversal. Wow, wie konnte ich den Feuerball verfehlen? Shit, alles geschafft. Ich finde es aber ganz gut, dass der Khan von denen nicht wirklich aktiv was macht. Das ist nicht gut. Nö, der steht nur die ganze Zeit irgendwo mit dem Schild. Dass er da rumsteht, das sehe ich ja. Ich dachte, der macht sonst noch was. Nö. Mist, da habe ich aber daneben gefistet. Das ist immerhin tot. Ja. Das war zwar ein sehr, sehr trauriger Kill, aber tot ist tot. Baby. Da hat der Victor einen Triple jetzt noch. Extra übers Kart gedasht, aber das hat wohl nicht gezählt. Nice! Ich sehe auch gerade da unten rechts, wenn Imani irgendwie gekillt wird oder so, dann hat sie kein Icon. Bei mir schon. Okay. Bei mir hatte die eben nur den normalen Paddle ins Kristall. Ich glaube, da war ich unglaublich kacke, muss ich sagen. Also ich war, glaube ich, 17 Mal tot. Erzähl mir von deinen neuen Anal-Tattoos. Anal-Tattoos? Das übliche halt ein Schmetterling draufklatschen, ne? Jede Bitch. Ich habe ja auch gehört, dass du probiert hast, Bauchreden mit deinem Arsch zu lernen. Wie viele Fortschritte machst du denn da so?
Bin auch auf einem Anfängerlevel. Das Problem ist, ich kann leider nicht durch den Arsch Bauch reden. Ich kann durch den Arsch Arsch reden, aber nicht Bauch reden, verstehst du? Ja, wie also, geht's denn voran mit den Arschredkenntnissen? Gut, das war ein sehr informatives Interview. Ich bedanke mich dafür. Absoluter Shutdown. Können wir ja mal den Fernando-Skin kaufen. Alter, Fernando hat nur gute Skins. Ja, ich finde den Erebor-Skin auch nicht so schlecht, deswegen habe ich ihn jetzt mal gekauft. Frag mich aber, warum ich nur den und den High Elf kaufen kann, weil als wir damals das angekündigt hatten, waren 6 Skins bei. Mein Gott, hat der eine beschissene Stimme. Dann probieren wir ein bisschen Kinessa und versuche unsere These zu bestätigen. Shalin ist immer gut. Den kann ich. Das ist der beste Frontline, stimmt. Ja, wenn du. Das ist ja jetzt mein Grundgedanke. Wenn du so viel Damage machst, dass die Gegner platzen, bevor sie auf den Punkt ankommen, dann brauchst du auch keine Frontline. Ja. Ich glaube, so denken 90% der Spieler. Ich werfe meine Minen zu. Darf man wenigstens mal gegen den neuen Helden spielen. Kong Bing ist nicht neu. Nee. Ah, ich bin direkt hinter dir. Boah, jetzt gibt's ja ab hier. Yep. Okay, das war kacke. Der macht aber auch 135 mit dem Treffer. Ja, das ist echt viel. Sehr abartig. Das ist ja fast schon pervers, der Schaden. Ich habe irgendwie da jetzt nicht wirklich einen Lebensbalken gesehen, das hat mich ein bisschen gewundert. Haben die Gegner auch eine Waffen oder was? Ja, das meinte ich ja. Können wir mal gegen die neuen Helden spielen. Das lief doch ganz gut. Erstmal alles weggeräumt. Gegen eine Eevee gespielt, die so predictable ist. Victor ist hinter uns. Er ist immer hinter uns. Zumindest in unserem Kopf. Mein scheiß Telefon. Oh, stirb doch ein Lady. Die Entwickler testen jemals ihre Kreation? Ja, ich kenne ja Hyrus schon von Schmeißen. Da war das ja eigentlich noch schlimmer. Aber du magst sie trotzdem so sehr. Ich finde die absolut scheiße, aber. Spiele machen halt doch irgendwie ein bisschen Spaß.
Was bin ich jetzt gestorben? Und jetzt haben wir verloren. Ich muss sagen, das war jetzt echt enttäuschend. Ich dachte, das gewinnen wir ganz gut. Krass, der hat schon gepickt, bevor ich überhaupt was machen konnte. Watersgate. Was ist denn das für eine Map? Die kenne ich gar nicht. Scheint keine Testmap mehr. Aber es ist Siege. Strix. Irgendwie sieht dieser neue Champion im Icon von der Haut eher irgendwie eher rötlich als normal schwarz aus. Ich weiß nicht, was du für eine Monitoreinstellung hast, aber bei mir sieht der ganz normal schwarz aus. Ja, ganz normale Einstellung. Vielleicht sehe ich einfach zu wenig Schwarze im Real Life. Okidoki, Dude. Wow, der hat eine Glatze bei dem Skin da unten. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Sieht mir aus wie eine moderne, emanzipierte, unabhängige amerikanische Frau. Ich finde, das sieht aus wie so ein Standardkandidat beim Eurovision Song Contest. Wenn du dann noch die beiden Strixes da mit dazu nimmst, dann hast du noch die Tanzgruppe. Perfekt. Meinst du sowas wie hier diese Conchita Wurst? Hatte die eine Glatze? Nee, ich glaube, die hatte Tatsache lange Haare damals. Ist die Rot noch relevant? Ich kann da noch keine Meinung zu sagen. Ich habe noch nicht sehr viel gesehen. Oh, was war das denn für ein... Achso, das war der neue Champ. Mit dieser Frostkugel, die einem da immer ins Gesicht geflogen ist, eben. Ich brauch Heals. Ja, komm in die Mitte. Ich bin in der Mitte. Kriegst du auch Heals. Ja. Ich glaube, dieser Mini-Heilstrahl von Ying mit der Legendary hat jetzt so ein leichtes Auto-Aim. Ist das gut oder schlecht? Gut. Es war immer ziemlich ätzig, sich damit zu treffen. Jetzt kann man so ein paar Millimeter neben den Champion noch treffen. Okay, da ist Terminus wieder. Nicht mehr gesehen, dass das Payload hier rechts ist, wie schön Runabus ist. Sie ist doch die ganze Zeit durch die Karte durch. Naja. Nicht, wenn ich am Snipern bin. Besonders wenn du am Sniper bist. Terminus, warum rennst du so weit nach vorne? Willkommen zurück. Ich vermisse dich. Bitte geh nicht weg von mir. Terminus tot. Terminus lebt. Ich auch irgendwie in Strix. Oh, ich habe nicht wirklich Sniper-Action gefühlt bisher. Ich auch nicht, deswegen. Nein, ich habe verfehlt. Weil wer den Flash-Out eben geworfen? Hast du das? Nee. Dann haben die Strix. Oh, da kommt ein Drache. Wir haben gewonnen. Ist ein Phobia jetzt? Oh, ist tot. Nice. Easy. Ich glaube, ich bleib bei Ying eine Weile lang. Ying ist kacke. Ying ist geil, Mann. Bin ich trotzdem noch nicht ganz sicher, wo man hier am Anfang am besten lang geht. Ich kann zwar genau auf den Punkt snipern, was eigentlich ganz cool ist, aber dann stehe ich auch mitten in der Schussbahn. Ich würde sagen, du läufst rückwärts. Wie hab ich den denn jetzt gekillt? Oh. Wer ist eben gesurft? Keine Ahnung. Probier es tot. Okay. Aua. Ja, die haben das Sniper. Ich hab ihn eben gefühlt. Nope. Super Heals. Ich hab irgendwas geflasht.
die fühlen mich gerade eher hier. Ja, abnormal am Healer wegsnipern. Jetzt bin ich gerade selber gesnipert worden. Nice. Achso, ja. Furia. Ne, ist ja kein. Furia gesnipert. Die nicht mal gesehen in der 1200 Damage mit der Krieg. Hat die nicht irgendwie verkürzte Reichweite schon oft bekommen? Mit dem Schaden? Weiß es gar nicht. So, das ist schon eine Weile her, dass die. Ich glaube, die ist aber, wenn ich mich nicht täusche, besser gemacht worden in dem Patch. Also. Besser im Sinne von Gameplay-mäßig fairer? Ne, irgendwas hatten sie gebufft, glaube ich. Ich weiß nicht mehr was. Champions League, ja. Ich lebe nicht. Okay, da habe ich gerade ganz lucky den unsichtbaren Streaks gesnipert. Meinst du, wolltest jemand anderes treffen, aber dann ist Strix und dich reingerannt? Nö, ich hab den Stealth-Sound gehört und hab einfach irgendwo hingeschossen. Ja, das geht auch. Cheat. Rette mich, Sniper-Mann. Oh Gott, ich muss hinter Dingens her. Jetzt hat er mich gesnipert. Ich hab jetzt immer einen Quarter-Rest 3. Ich weiß nicht, ob uns das viel bringt, aber ich hab's zumindest schon mal. Bestimmt nicht. Außer du triffst wirklich sehr schnell hintereinander das Ziel. Vielleicht. In dem Match jetzt habe ich doch schon relativ viel und schnell hintereinander getroffen. Dann bringt es uns was. Vor allem, weil die ja zwei Healer haben. Nein, Terminus! Oh, ich kam zu spät. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pushe. Okay. Ich bin ja hier, pushe. Ich hab meinen Ult ready. Ah, ne, Termin ist auch da. Gut, gut. Wow, der Drache ist ja mal minimal weg. Ja, der ist tot, aber ist noch da. Du siehst es auch, ja. Ja. Ah, jetzt hat er sich, glaube ich, hingelegt eben. Oh. Nope. Nein, Terminus. Ah, verschwindet der Ulti von mir. Hätte er jetzt nicht einfach Ulti drücken können? Weiß nicht, hat er wohl volle Ulti? Ja. Bei mir steht 100. Ich schätze mal, sobald man down geht, ist der schon Push gefehlt oder so. Vielleicht bin ich auch ein paar Mal im Bild. Ja. Glaube ich nicht, aber ist ja auch egal. Man hört immerhin deine entzückende Stimme. Sie ist so lieblich und schön. Danke. Ich vermisse ja derfür seine Stimme so ein bisschen. Ne Homo. Das ist wichtig, dass man das sagt. Das war ein Treffer. Ich meine, er YouTubiert ja nicht mehr, aber man kann ja trotzdem irgendwie mal CS vielleicht mal bekommen oder so. Nee, er will nicht mehr spielen. Nee, ich meine einfach nur hier drin sitzen oder so, weißt du? Ja, aber dann muss er den PC auch noch. Das ist ja immer sein Hauptproblem, glaube ich. Ich nehme ihn nicht mehr so oft an. Nee, gar nicht. Der Strix ist bei uns am Spawn. Also er kann auch übers Handy im CS hier sitzen. Das ist auch kein Problem. Das geht ja. Ja. Funktioniert sogar ziemlich gut, wenn man ein gutes Handy besitzt. Naja, da er letztens sich nach neuen Handys erkundigt hat, wird er ja nicht so ein gutes Handy haben, denke ich. Beziehungsweise wahrscheinlich jetzt eins, was gar nicht mehr funktioniert. Ich verwette meine Scheckel darauf, dass er garantiert ein besseres Handy hat als ich, ja. Wir haben ja letztens schon festgestellt, dass dein Handy wahrscheinlich noch aus Holz ist. Mein gutes altes 2012er Ding da. Ne, 2011 war das. Ah, ich bin blöd. Aber es funktioniert noch.
Das Trickster war eben irgendwo da oben. Da ist auch ein Punkt. Ja. Der hat uns bambuselt, ja. Ich wurde gerade von hinten vom Furia geflankt. Ja, vielleicht hast du mal hier. Ist der Rest. Da hat noch einen. Sieg. Ich hab's noch geflared. Boah, das hat ja wirklich eine Glatze, das Ding. Oh Gott, das ist super unheimlich. Oh. Oh, gut, dass sie nicht. Doki Dude. Gut, dass sie nicht Play of the Game hat. Das ist unser Dude. Das ruckelt ja lieblich. Vielleicht haben wir genau das hier drin. Double Smash. Ist das für alles? Das waren 1000 Damage oder so. Ich hätte jetzt irgendwie noch so eine krasse Ulti-Action erwartet. Bei Terminus ist doch alles eine Ulti, oder nicht?